Hallo und herzlich willkommen zur bereits 68. Folge von Space Engineers in der dritten Staffel hier auf Micro Hazard TV. Ich bin der Eiswegel und begrüße euch wieder ganz herzlich hier zurück, zusammen mit dem Heiko natürlich. Hallo. Sind wir hier wieder fleißig am Start. Ich habe mir gedacht, da meine ganzen Solarzellen ja fertig sind, um da oben das Solarsegel fertig zu bauen, werde ich jetzt einfach mich um das Solarsegel kümmern und dann auch meine Stromproduktion noch ein bisschen erhöhen. War, kann ja nicht schaden. Eigentlich nicht, ne. Muss ja auch mal gemacht werden. Ja. Siehst du, schon ist wieder ein Solarsegel fertig. Habe ja bei einigen schon Komponenten reingelegt, wo dann wieder nur die Solarzellen gefehlt haben, weißt du? Wie viel Solarsegel musst du dann schweißen? Warte, wenn das, was ich jetzt gerade schweiße, fertig ist, sag ich's dir. So, ich habe jetzt noch 21. Okay. Klingt auch schon ein bisschen irre, ne? Dauern. Klingt schon irre, ne? 21. Oh, es dreht sich gerade wieder. Wollte gerade sagen, warum kommt gerade auf mich zu? Ah! Vor allem, es ist jetzt erweiterbar, das Solarsegel noch, ne? Also. Und mein Programm da unten würde jedes weitere platzierte Solarsegel natürlich auch sofort in die Berechnung unten mit einkalkulieren. Ja? Okay. Würde sofort einkalkuliert werden. So. Haben wir wieder Solarzellen verbraucht, die ich gerade bei hatte. Weil ich kann ja immer nicht so viele mitnehmen. Kriegst du nicht so viele mit? Du kriegst ja bloß. Wie viel kriege ich mit? 179. Dann ist schon wieder voll mein Inventar immer. Ne? Jetzt mache ich erstmal überall die ganzen Solarzellen rein. So, machen wir erstmal die überall rein. Und die nächsten holen. Hui! Und dann muss ich noch diesen Abladearm hier auf jeden Fall fertig machen, noch für mein Auto. Ja. Damit die Ressourcen, die ich denn hier abbaue, irgendwann auch automatisch dann abgeladen werden können. Das nicht manuell machen muss, ist ja hier rückständig manuell, ja, ist ja. So, die Seite ist fertig, einmal auf die andere Seite. Hups. So, so, war schon wieder leer. Wie schnell es mal leer ist. Ja, wenn diese Folge kommt, bin ich schon aus dem Lager wieder zurück, ne? Ja, siehst du mal. Und dieses Solarsegel ist so riesig. Wenn du das Ding irgendwann siehst, denkst du dir auch, der hat eine Macke. Ja, wahrscheinlich. Ja, Solarstrom im großen Stil halt. Ja. Im ganz großen Stil. Und wie gesagt, das Solarsegel ist noch erweiterbar. Also ich könnte es einfach noch länger ziehen, breiter ziehen quasi, das Segel einfach. Ja. Ich wollte nochmal verdoppeln. Die Anzahl an Solarsegel. Auf beiden Seiten nochmal 5 Stück ran, dann habe ich das verdoppelt. Ja. Die Leistung. Warum nicht? Dann hätte ich so viel wie du aktuell mit deinem kleinen Reaktor hast. Ja. Etwa 15 Megawatt. Aus Solarstrom. Ja, wieder zu schnell aufgesetzt auf dem Boden. Zwar nicht gestorben, aber gleich wieder 13% Leben verloren. Ja. Der ist schon ein bisschen verweichlicht, ne? Der Astronaut hier. Ich glaube schon, ja. War früher nicht so. Wenn ich auch so harte Landungen hingelegt hätte, dann nicht gleich Leben verloren. Vielleicht habe ich schon mal überall die Solarzellen drin. Weil der Rest ist ja nicht viel. Der Rest ist ja Kleinkram. Ja. So, jetzt müsste, glaube ich, die letzte Fuhre kommen, dann müsste ich eigentlich alle haben, meines Wissens. Mit Solarzellen bestückt zumindest schon mal. Nee, nein, 39 kriege ich nicht mit, muss ich also nochmal raus. 39 haben nicht mehr reingepasst. Dann müsste das nicht trotzdem schon voll sein jetzt. Oh, ich habe sogar zu viele Solarzellen. Ich habe ein paar zu viel. Bleiben ein paar übrig. 48, warum bleiben 48 übrig? Das ist eine komische Zahl. Naja, gut. Keine Ahnung. Achso, es ist, wenn mir das eine mal kaputt gegangen ist. Hier von dem kleinen, von dem Auto, weißt du? Ja. Ist mir eins mal kaputt gegangen. So, was brauche ich denn noch dafür jetzt ansonsten? 2 Computer,
ein großes Rohr, 10 Herstellungskomponenten, 4 Stahlplatten. Also ich brauche quasi 40 Stahlplatten und 10 Herstellungskomponenten für jeweils 10. 20 habe ich noch, also brauche ich im Endeffekt 40, 80 Stahlplatten. Ich glaube, ich will wieder einfach eine Rakete bauen und fliegen, um nur ein Platin zu bekommen. Ich möchte schnellere Werkzeuge haben. 200 Herstellungskomponenten, 20 Rohre und 40 Computer. Und so groß muss die Rakete ja noch nicht mal sein, um ins All zu kommen. Nö. Nur um Platin zu besorgen. Naja, aber du musst da oben ja auch noch manövrieren können. Ja. Wenn ich Platin gefunden habe, baue ich auch noch ein bisschen Treibstoff. Ja, deswegen. Und ich glaube, wenn ich im All bin, dann baue ich mir auch erstmal eine Basis auf deine hin. Weil, umsonst ein All geflogen ist auch schon ein bisschen kacke. Wisst ihr ja nicht, wenn du Platin mitbringst. Musst du ja mal Platin finden. Ja. Dann muss das Teil bloß auch schon Ionentriebwerke haben. Also ich kann die ganze Zeit auf Wasserstoff fliegen da oben. Du könntest die Triebwerke, nein, kannst ja nicht vorbereiten, die Triebwerke, weil du bräuchtest ja Triebwerkskomponenten. Und dann müsstest du ja wieder einen Assembler wenigstens, nee, Quatsch, eine Raffinerie mitnehmen und einen Assembler mitnehmen, um überhaupt Triebwerkskomponenten herstellen zu können. Oder du kaperst oben mal eben schnell ein Schiff. Das wäre die andere Alternative. Wenn du ein Stargate-Schiff findest, wäre es ja kein Problem. Ja. Die sind ja leicht zu kapern. Das stimmt. Teltak vorzugsweise. Ja. Der hat eine Menge Komponenten davon. Ja. Also ein Cache ist noch ein bisschen schwerer, aber auch machbar. Wenn ich einen Teltak habe, oh, da freue ich mich schon so tierisch drauf, wenn ich jetzt ersten Teltak runter. Erstmal auf die Erde runterbringen, beziehungsweise bitte auf dem Mars. Nee, das ganze Teltak nicht. Abbauen dann? Ich will nur die Dings haben. Die ZPMs. Na dann. Da sind 3 ZPMs und dann kann ich hier unten einen ZPM-Hub aufstellen. Ja. Dann scheiß auf Batterien, dann habe ich einen ZPM-Hub. Das funktioniert ja wie eine Batterie, du kannst es ja trotzdem aufladen. Ja. Das Ding hat aber von Hause aus, wie viel war es drin? 3 Gigawatt? Ich glaube schon, ja. Oder 1 Gigawatt oder irgendwas, da hat das Ding halt gleich von Hause aus schon drin. Dann habe ich Strom ohne Ende. Ja, hast du eigentlich auch vor, wieder oft auf den Mars runterzukommen? Was? Hast du eigentlich später vor, oft wieder auf den Mars runterzukommen? Na, weiß nicht, ob ich oft, also, da ich hier wahnsinnig viel Zeit und Mühe in die Basis gesteckt habe, werde ich schon öfter mal hier unten sein, bestimmt. Aber ich denke, dass du bist auch wahrscheinlich da unten allen nichts als Stargate aufstellen, ne? Ich werde im All aber auch eine Solartankstelle aufstellen. Da überlege ich nur, ob ich die ganze Basis drehen lasse, zur Sonne hin, ne? Oder ob ich da auch wie ein Segel mit Motor, was dann dreht sich, ne? Eine andere Frage, machst du das auch für mich tankbar? Hatte ich vor, ja. Weil dann brauche ich aber kein Solar. Du? Nö. Ja, ich brauche Uran. Du brauchst Solar, du brauchst Uran, ist mir klar, ja. Kostet dich aber dann. Ja, das war mir schon klar. Musst du bezahlen. Entweder mit Credits oder mit Ressourcen. Ja. Ich bin auch überlegen, ob ich jetzt hier zum Gästelandplatz baue. So 10x10 Blöcke groß oder so. Also es gibt ja Scripts, die Inventar auch hin und her schieben können. Ja. Das wäre gut dafür. Glaube ich auch. Dann könnte man so eine automatische Handelsstation machen. Ja. Du legst irgendwo Credits rein oder zum Beispiel Ressourcen rein. Er zeigt dir auf dem Monitor den Gegenwert an, in Uran zum Beispiel, ne? Mhm. Und tut dir dann automatisch das Uran rüberschieben. Also, ja. Dann drückst du auf den Button quasi, irgendwo auf dem Panel, auf den Button, ja? Dann machst du so quasi Handeln, okay, akzeptieren, Angebot, wie auch immer, ja? Mhm. Und dann schiebt er das halt automatisch rüber. Dann tut er einmal den Container, was du halt bezahlt hast, raussaugen über einen Sorter zum Beispiel oder über das Programm auch direkt, ne? Und schiebt dir dann in einen Ausgabecontainer quasi deine Ware rein. Würde aber gehen. Ein Vorteil hat Uran, ne? Es ist schnell wieder aufgeladen. Ja, du packst es rein und du hast wieder deine volle Energie sofort. Ja, weil die Batterie dauert ein bisschen. Naja, wenn die Batterie hat, ja gut, die musst du halt aufladen, klar, aber die Solarzellen haben ja auch sofort Energie. Wenn sie Sonne haben halt.
Aber die Batterien haben auch einen hohen Output. Ja. Die Batterien sind immer dann gut, wenn man kurzfristig mal einen großen, hohen Energieoutput braucht. Als Puffer. Zum Beispiel, wenn du Triebwerke verwendest oder zum Beispiel auch hier Jump Drive. Zum Jump Drive. Die Batterien werden so kontinuierlich langsam aufgeladen. Und wenn du das Jump Drive benutzt hast, dann brauchst du ja, der braucht ja viel Energie, um sich schnell wieder aufzuladen zumindest. Ja. Und da können die Batterien halt als Puffer relativ gut herhalten, um dann mal schnell das Jump Drive wieder aufzuladen. Weil die halt einen Output von 12 Megawatt mal eben pro Batterie wieder haben. Ich habe da unten einen Batterie-Output von 24 Megawatt. Zwar nur für maximal 15 Minuten, aber dafür habe ich 24 Megawatt, 15 Minuten konstant. Ja. Da sind sie allerdings leer. Ja, das dann muss ja aufladen. Ja. Was dann auch bei maximalem Input von 12 Megawatt auch wieder 15 Minuten dauert, aber. Ja, wenn du immer maximal hast, ne? Also ich bräuchte jetzt eine Stunde, um zwei Batterien komplett aufzuladen. Wenn nichts anderes Strom verbraucht. Wie ich es nicht verrechnet habe. Mein Solarsegel ist dann Gott sei Dank gleich fertig. Oh, mein ganzes. Dann habe ich hier Full Power. Hoffe ich zumindest. Und wir vergessen die Triebwerke zu starten, weil. Wenn man abheben will und vergisst. Oh, Triebwerke sind noch aus. Ich will auf jeden Fall noch so ein Hover-Fahrzeug bauen. Ein schwebendes. Mhm. Wird sich bei mir auch ganz gut eignen eigentlich jetzt. Da ist das Problem, er hat keine Handbremse. Oh. Demzufolge, okay. Weil er keine Räder hat. Das ist halt zum Stehen. Mit Triebwerken. Da musst du halt wieder Triebwerke anbauen. Zusätzlich. Ja, gut. Ob ich das haben möchte, ist eine andere Sache. Eigentlich eher weniger. Wenn du in irgendeine Richtung das Triebwerk vergisst, dann driftet es kontinuierlich in diese Gegenrichtung weg. Einfach. Ja. Aber es ist schon, es macht schon Fun. Die Dinger sind doch echt schnell. Also die können echt sehr schnell sein. Vor allem kommt dir das noch schneller vor, weil die ja von der Geschwindigkeit her an die 100 Meter pro Sekunde halt, wie die Flugzeuge auch, ne? Ja. Aber du bist ja ganz dicht über dem Boden. Und dann heizt du mit der Geschwindigkeit über den Boden drüber. Wuff. Das ist schon was, ja. Wie immer werde ich das auch mal machen. Ob ich das eher mache, ist eine andere Sache, aber... Also gerade hier auf dem Mars, wunderbar, weil du hast so schöne ebene Fläche überall. Ich weiß nicht, wie es da ist, wo keine Polkappen sind. Ich glaube, da ist es ein bisschen uneben, aber hast auch ein paar Canyons und so, ne? Aber hier oben an der Polkappe ist so eben alles. Ja, ich bin ja auch nicht an der Polkappe. Hier auch mitten drin. Nur mal ein bisschen vorsichtiger einfach, dass er einfach ein bisschen aufpasst mit der Geschwindigkeit und so, ne? Aber... Weil die können schon von der Trägheit her auch relativ schnell ausgleichen, aber irgendwo sind halt auch physikalische Grenzen gesetzt. Ne? Nur damit du im Teil kommst, was auch von der vom Gewicht her sehr schwer ist, zum Beispiel, gibt ja zwei verschiedene, die militärischen und halt die zivilen. Ne? Ja. Die militärischen haben halt mehr Leistung hinter. Ne? Fressen aber demzufolge auch mehr Strom und brauchen mehr Komponenten. Ja. Aber haben halt auch deutlich mehr Power hinter. Was denn das Ausgleichen angeht, aber. Naja, das heißt, jetzt muss ich extra nochmal Strom aufladen, um eine Solarzelle zu schweißen, ne? Für die eine hat es nicht mehr gereicht. Dann habe ich voll, aber, ne? Ja. Dann sind alle da. Ist das auch abgeschlossen. Allerdings ist oben die Gondel quasi, wo die Solarzellen dranhängen, noch nicht ganz fertig, aber da habe ich noch nicht weiter gebaut. So als Gegengewicht. Ich hab echt noch 1300 Computer, ey. Motoren. Computer. Achso, Motoren. Motoren hab ich auch einfach so viele. Also, aber vom Computer habe ich 1900. Computer habe ich nicht so viele. Natürlich will ich auch gar nicht, wo die bei mir alle hin sind. Alle weg. Tollen. So. Full Power. Boah, ehrlich, ne? Ich habe immer noch einen komplett leeren großen Frachtcontainer an meiner Basis, ne? Ich mach gerade alles über den Kleinen einfach nur. Okay. Und den werde ich auch nicht mehr abbauen, den Kleinen. So, ich habe Full Power, pass auf. Ich habe jetzt 6,6 Megawatt gerade. Ja. Er ist gerade nicht 100% ausgerichtet, er ist gerade bei 92% nur. Deswegen 6,6 Megawatt, aber immerhin 6,6 Megawatt.
Ja. So. Aber die Folge ist auch schon wieder zu Ende und deswegen sehen wir uns hier morgen zur nächsten Folge wieder. Hoffe ich doch sehr, dass ihr wieder einschaltet. Wir verabschieden uns bis dahin von euch und sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.